Idee lebendig halten, die mit ganz viel Herzblut. Ja, das ist das Blasorchester der Marktgemeinde Moosburg, 1967 gegründet. Also feiert nächstes Jahr 50-Jahr-Jubiläum. Wir wissen, Moosburg an der Isar. Liegt etwa 50 Kilometer von München entfernt, ist seit 1991 Partnergemeinde und die Stadt hat 17. Hey, Harald! Als nächstes, meine Damen und Herren, begrüßen Sie im Festzug. Sie sehen es, den Traktor mit Pumpenwagen. Das ist die Löschgruppe Kregab unter der Leitung von Kommandant Löschmeister Bernhard Gressel, Kommandant Stellvertreter René Janisch, Obfrau Elisabeth Warmuth, Chorleiterin Lisi Ladinik und Lili Zeppitz. Sie besteht seit 2003 und hat 21 Mitglieder. Hinweis dürfen wir gleich am 24. Juni das Konzert Kärntnerlied trinken, Schlager von der Sängerrunde Gallin. Und begrüßen dürfen wir auch die TGV Berndorf und der Hochmann Eckhard Schwarzhurtner. Und es geht gleich hurtig weiter bei uns, der TGV Moosburg unter der Leitung von Obmann Wolfgang Kessler und Chorleiterin Magister Uta Virus. Der TGV Moosburg gehört zu den ältesten Chören Kärnten. Seit 1984 hat der TGV Moosburg auch das Recht, das Moosburger Wappen zu führen. Weiter geht's mit der Trachtenkapelle aus Tiefen unter der Leitung von Obmann Ingenieur Harald Domenik, Kapellmeisterin Andrea Engbär. Gegründet wurde die Trachtenkapelle Tiefen 1922. Dann die Trachtengruppe Tigring unter Obfrau Gertrude Biermann, vor 27 Jahren gegründet. Sie pflegen natürlich das Brauchtum, helfen auch im Altersheim. Und jetzt kommen wir zum historischen Handwerksmarkt, den Sie hier an der Rückseite sehen können. Er ist heuer am 30. Anusfest in 10 Stationen vertreten. Es wird das alte Handwerk gezeigt aus der damaligen Zeit von Kaiser Arnulf. Schauen Sie sich das an und jetzt begrüßen wir auch den für den Handwerksmarkt das folgende verlesen. Bitte schön. Manifest 30 Jahre Arnulfsfest an meine getreuen Moosburger. Es freut mich, dass ihr das Andenken an mich so fleißig pflegt. Schon seit über 1100 Jahren erinnern sich die Moosburger an mich und feiern heute das 30. Arnulfsfest. Im Jahre 1856 kam sogar Kaiser Franz Josef und Elisabeth nach Moosburg, um mir ihre Referenz zu erweisen. Besonders lobenswert ist es. Janisch ist hier Stellvertreter der Obfrau und Bezirksobmann, Stellvertreter der Kärntner Landsmannschaft. Ebenso begrüßen wir Manfred Rager, Bezirksobmann der Kärntner Landsmannschaft aus dem Bezirk Bolsberg, die Alt-Labantaler Trachten. Die Trachtengruppe aus Liebenfels. Heute haben wir schon gesehen, der Bürgermeister, Landtagsabgeordneter Klaus Köchel mit Obfrau Waltraud Brandhuber. Seit 33 Jahren ist sie bereits die Obfrau. Sensationell. Und die Trachtengruppe Liebenfels feiert heuer ebenfalls Geburtstag. Hui, und die haben sich wirklich was Tolles einfallen lassen. Die Moosburger Jagdgesellschaft mit Obmann Walter Goritschnik, gegründet 1958. Feiern also so wie ihr auch wahrscheinlich die Moosburger Jagdgesellschaft. Grüß euch! So, aber jetzt gibt's kein Halten mehr. Das sind ganz gefährliche Burschen. Sehr willkommen. Manfred Hinterecker, der beste, stärkste und tollste LKW-Fahrer der Welt. Manfred Hinterecker am Steuer. Da
Kaiser, oh, unser Faxe, Servus, auf Faschingsobmann Momo in der Faschingsgilde Moosburg. Servus, die Dorfgemeinschaft St. Peter, 2011 gegründet mit 26 Mitgliedern und viele Unterstützer. Sind dabei beim Osterschießen mit Osterhaufen, beim Dorffest Ende Juni, nicht verpassen. Große Gruppe und sie werden geleitet von Martin Neubauer, die Jugendgruppe, das Jugendorchester Castulus Brass aus Moosburg an der Isar. Und weiter geht es mit dem Kaiser Arnulf Kameradschaftsbund. Mit dabei sind die Tafelträger des Kaiser Arnulf Kameradschaftsbundes. Wer heute da ist, aber auch ihn dürfen wir auf diesem Wege herzliche Grüße übermitteln. Hermann Kandusi, Präsident der Urinsberg-Gemeinschaft und Heimkehrer. Der Kaiser Arnulf Kameradschaftsbund. Und auch dort sehen Sie an der Spitze Mitglieder, die auch in der Faschingsgilde Moosburg zu Hause sind. Dürfen wir die Obfrau des Frauenvereins Standarte, Hertha Wadl, die Obfrau des ersten Kärntner Kriegervereins Klagenfurt, Hermine Jelitsch. Dann dürfen wir begrüßen Herrn Huber, Obmann Feldmarschall Hülgert, Peter Bergdaler, Herrn Oberst von Feldjägerbataillon 9 aus der Steiermark und Franz Lampauer, Präsident Feldmarschall Radetzky. Sondern begrüßen dürfen wir von den Franzosen Reinhard Ascaloni und Klaus Beisnell. Servus! Dann begrüßen wir die Tanzgruppe Polidisco, Silogo, Argo. Seit 30 Jahren mit Leib und Seele. Applaus für den schönsten und größten aus Liebenfels, Wolfgang Leiner. So, bitte nicht umfallen. Wolfgang Leiner, der Mann ist auf 4,50 Meter hohen Stelzen unterwegs. Also er ist nicht zu übersehen. Und jetzt, meine Damen und Herren. Und es gibt jetzt auch eine ganz vorne. Jugendzahl, Landjugend Moosburg. Sie kommen aus dem Maintal. Die Kampfmannschaft aus Kondei und Walter Bickel. Applaus für die beiden Evelyn Kondei und Walter Bickel, das Kaiserpaar. Des Kaisers neue Kleider, ein herzliches Dankeschön an Frau Haberl vom Atelier Haberl. Toll sieht's aus. Unser Kaiserpaar. Und da sehen wir auch Adi Stark, ehemaliger Bürgermeister aus der Gemeinde Börtscher. Willkommen, Bürgermeisterin Magister Silvia Häusl-Benz. Herzlich willkommen und Sie werden von zwei alten Traktoren begleitet. Besonders, ich meine die Traktoren im Hintergrund bitte. Ich weiß nicht, was Sie jetzt gemeint haben. Und wir kommen erfrischend anders. Ernst Czertoy und sein Team, lasst ihr Herz höher schlagen und wir wünschen euch noch viele, viele Volltreffer. Golf Czertoy, hier wird Golf zur Leidenschaft. Die Oldtimer Freit Hoffnig. Nach circa 30 Jahren im Freien und etlichen Rostflecken zusammengetan wurden und die Traktorfreunde aus Malzacher See sind entstanden. Kein Verein mit Statuten, jeder Oldtimer Traktorbesitzer ist in der Runde willkommen. Entwickelt an die Traktorfreunde vom Malzacher See. Grüß euch! Also man sieht, das Arnulfsfest ist einfach abgefahren. Schön, noch einmal die Traktorfreunde vom Malzacher See. Ja.
Ziehharmonika unterwegs, die Hämmerreiter.